Weiß ja. So, New York und Boston. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Schatz von Dead Island. Als allererstes und ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Dead Chest Island sogar. Vor 2 Jahren sogar. Da ist ein Schiffsfriedhof. Kannst du nicht verfehlen. Es heißt, Abel Owens war an Bord eines dieser traurigen Wracks. Wenn das stimmt, findest du seine Überreste dort. Plünderer lieben den Friedhof. Du musst wachsam sein. Okay, also werde ich wahrscheinlich auf Plünderer treffen. Egal, die kill ich. Oh yeah, auch nicht schlecht über die Schiffswracks hier. Oh, und davon haben wir auch gleich schon eine Kiste. Sehr schön, Geld können wir immer gut gebrauchen. Eintausend, sehr gut. Dann können wir uns bald mal wieder was Neues leisten. Oh Gott, ein Glück, dass das geklappt hat. Ich liebe ja solche Sprünge über alles. Na, ich. Oh, da haben wir schon ein paar Plünderer. Da haben wir schon ein paar. Noch ein Schiff. Plünderer. Leg das hin. Boah, das kam episch. Ah, ich hab's gefunden. Das gehört mir. Oh, jetzt müssen wir den kleinen Spasti verfolgen, oder was? Kleinen Flachwichser. Den möchte gern. Lass mich! Ich hab's gefunden! Was du Lass mich! Hast, ich hab's mir. Gefunden! Oh, komm. Du willst aufs Maul? Komm her. Alter, der hat ja gar nichts drauf. Okay, ich hätte also auch ohne Kämpfen das alles. Nicht mit mir, nicht mit mir. Und dadurch, jawohl, ja. Ist ganz cool gemacht. Ehrlich mal, Trottel. Okay, da müssen wir oben rüber sogar. Oi. Wow! Auch nicht schlecht. Und jetzt geht's da unten runter? Jawohl. Geile Sache. Ein Rohling in der Kutte, ja. Der soll ruhig kommen. Ja, ich komme auch. Bam! Zack! Ey! Ey! Uncool. Das finde ich nicht nett. Zack. Erstmal Kopf abpacken hier. Alter, das war aber echt tödlich. Tja, selbst schuld, was? Was legen die sich auch mit mir an? Oh, okay. Alter, wieder eben nur alles rot war. Kreuze, gar nichts geschafft. Nichts Optionales. Warum schwimmt er jetzt? Egal, das war kurz und schmerzlos. Gar nichts habe ich davon geschafft, oder? Au. Das erste Mal, glaube ich, dass ich keine optionale Mission geschafft habe, bei der es mehr als eine gab. Okay, dann zeig mal her, Junge. Nach Boston wollte ich und dann
Ups. Ja, komm, machen wir mal hier brennende Dämmerung. Können wir mal wieder ein bisschen rumballern mit dem Schiff. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Auch wenn ich keinen Plan mehr habe, wie das geht. Ich glaube, Kuva-Segel setzen, Eva einholen oder so. Alle auf Gefechtsstation! Egal, kriege ich irgendwie hin. Ab in die Karibik, würde ich sagen. So, wie war's da? Genau. Oh, verdammt. Ja, guter Start. Oh, verdammt. Scheiße. Ey, ihr Pissnaken. Naja, okay, da habe ich auch schon mal besser gezielt. Alter, was für ein Flachwichser. Was für kleine Wichser. Haha. Oh Mann, ey. Ah, ja, haben wir euch mal hier gerammt, was? Jawohl, Nummer 1 ist versenkt. Egal, den Schaden stecken wir gerne ein, dafür haben wir... Alter, das war aber ein bisschen mau. Oh, da liegt eine tote Leiche. Und Feuer. Alter, da müssen wir uns aber auch schon ganz schön lange mit denen aufhalten hier gerade. Oh, verdammt. Alter, das hat aber viel Schaden gemacht. Und tschüss. Haha. Wir haben uns geduckt, ihr könnt uns nicht treffen. Nein! Scheiße, da habe ich mal wieder, war ich mal wieder zu ungeduldig. So. Juhu. Einfach nur so, weil wir es können. Alter, da haben wir aber jetzt doch schon ganz schön Schaden genommen gerade. Ja. Mag daran liegen, dass ich ein bisschen raus bin oder einfach, dass ich scheiße war. Die haben mich das eine Mal gerammt, das hat ganz schön Schaden angerichtet. Nun gut. Das hätten wir allerdings abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob die Mission Geld bringen. Nee, bringen sie gar nicht. Dann würde ich sagen, ab nach Boston. Holen wir uns hier mal den Kollegen, hätte ich fast gesagt. Was ist das da denn noch? Französische Intervention. Nee, nach New York wollen wir noch nicht. Es geht erstmal ab nach Boston. Ich bin mal gespannt, ob wir noch mehr Städte freischalten, außer New York und Boston. Oder ob sich das nur in den beiden abspielt, hauptsächlich, sag ich jetzt mal. Weil das sind ja quasi neben Grenzland die einzigen, die auf der Karte angezeigt werden. Was heißt quasi? Praktisch. So, kurzer Blick auf die Map und der verrät mir fast gar nichts. Doch da, da haben wir es. Gibt's sonst noch hier? Sonst gibt's gar nichts mehr hier. Ein paar Nebenmissionen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, darauf habe ich gar nicht so Lust. Machen wir die Dingsmission hier. Ne? Und so. Hopp. Ja, gerade aus dem Wirtshaus. Immer doch.
Auch nett, laufen wir ihm da einfach mal über die Säge. So. Aber ich würde mal sagen, ich meine, das mit Ezio Outfit ist zwar ganz schön und gut so, aber ja, ne? Es ist halt der dritte Teil und dazu gehört nun mal auch das Outfit vom dritten Teil. Nicht Ezios Outfit. Oh, verdammt, ich Autsch, ich dachte, ich schaffe es da rein. Ah, mein Leben füllt sich gerade wieder auf. Da haben wir ihn. Oder was? Nein. Wer ist der Totenbold hinter der Ecke da? Wollte er euch zuhören, sagt ihm, ich kündige. Er macht nichts als Ärger. Es wird mir langsam zu gefährlich. Ich habe Familie. Na, wie er meint. So, wo haben wir den dann? Oh, guck mal her, Hündchen. So, muss weiter. Das nennt er hinter der Ecke? Ja. Och, der will nicht gestreift werden, oder nicht? Was sollen wir machen? Achso. Achso. Ach. Ja, angreifen dürfen wir die nicht, aber wir können ihnen das Genick brechen. Das sah auch schmerzhaft aus. Hat vor allem so schön geknackt. Habe ich ihm den Schädel aufgeknackt. White Dad, geiler Name. So könnte ich jetzt auch heißen in dem Outfit. Ja, vielleicht. Bekanntheitsgrad 1. Frohe Erwartungen haben wir abgeschlossen. Mission beendet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, und neuen Plan erhalten. Ich will gerade nochmal gucken hier, wenn das weg ist. Jawohl. Wo gibt's denn hier überhaupt Läden? Da gab's doch mal so viele hier. Okay. Ups. Tumult anzetteln? Nee, noch nicht. So, Kollege. Ein Schwein, können wir das... Ja, machen wir es noch fetter. Kommt bestimmt gut. So, bringt es eigentlich was da hinten jetzt schon hin? Ups. Na? In das Vor. Das will ich mir mal angucken. Oh, und was kann ich hier bei dem Heino kaufen? Handeln. Kaufen. Verbrauchsmaterial hat der nur im Angebot. Pfeile. Munition, Wurfpfeile, Giftpfeile. Ein Giftpfeil kostet 200. Alter Schwede. Fallen, Sprengfallen, Köder. Sieht appetitlich aus. Ja, komm. Kaufen wir uns einen Pfeil. Ja, ein bisschen stumpf können wir auch von Gegnern looten, aber egal, ich wollte jetzt mal sehen, was es da gibt. Komm runter da, sag ich. Zurück auf den Boden. Ja, bin ja schon unten. Ah, okay. Selbe Geschichte.